so alles in allem war das Format schon eine gute Sache. Ich habe keine Kraft mehr. Ich möchte auch nicht mehr so viel weinen, weil ich wegen ihm schon zu viel geweint habe und zu oft. Und irgendwann ist auch der Punkt erreicht, wo ich nicht mehr kann. Du hast gerade gesagt, du verstehst es nicht, dass ich hier gerade jetzt so sitze. Du siehst, nee, ich verstehe nicht, dass du jetzt über Themen redest, die nicht hier hingehören. Das ist alles, was ich nicht verstehe. Über was für Themen habe ich denn geredet? Wir haben letztendlich mitgemacht, weil vorher haben wir wirklich null miteinander gesprochen. Es war einfach nicht möglich, dass wir zusammen auch interagieren. Und ich denke, sie unterbewusst auch, aber von mir, ich habe mir gedacht, dass es dann einfach ein Ort sein könnte, wo es vielleicht nochmal. Ich bereue die Teilnahme überhaupt nicht. Ich bereue einfach, dass ich jedes Mal auf sein Wort vertraue. Das ist, wir waren ja vor einer Woche hier im Podcast oder vor einiger Zeit war ja der Podcast und ihr habt ja auch gesehen, mit welcher Freundin wir den Podcast gemacht haben. Ich hatte wirklich Spaß an dem Podcast und war wirklich irgendwie, weiß ich nicht, positiver Dinge. Hab auch positiv in die Zukunft geguckt und hatte da auch eine Motivation, auch mit ihm weiterzumachen. Und ich dachte eigentlich auch, dass wir auf einem guten Weg sind, halt, weil wir ja auch viele Sachen unternommen haben. Aber es ist wie immer bei uns, schon immer war, man kann sich auf nichts verlassen, man kann sich weder auf Emotionen oder auf ein Wort verlassen, weil man nie weiß, wenn was heute ist, ob das am nächsten Tag immer noch so ist. Und genau so war es. In dem Podcast war meiner Meinung nach, also es hat ja echt Spaß gemacht und ich war in einer guten Laune und war fröhlich. Und jetzt heute sitze ich halt leider wieder hier und habe keine gute Laune und bin auch wieder nicht fröhlich. Und ich bin es auch ehrlich gesagt leid, immer diese Tränen zu vergießen. Ich kann es auch nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr. Ich möchte auch nicht mehr so viel weinen, weil ich wegen ihm schon zu viel geweint habe und zu oft. Und irgendwann ist auch der Punkt erreicht, wo ich nicht mehr kann. Und genau dieser Punkt ist jetzt einfach erreicht. Und deswegen sitze ich jetzt hier auch eigentlich, ich hätte es mir eigentlich anders gewünscht. Aber es ist halt leider wieder nicht so. Naja, ich glaube, so bei uns beiden, die Beziehung allgemein hat so richtig intensiv eigentlich, ja, nur unsere Familie eigentlich mitbekommen, Freunde jetzt, würde ich sagen, eher nicht so viel, weil wir das auch, wir wollten da nicht immer, dass da so viele Meinungen eigentlich von außen reinkommen. Und halt bei mir war es eigentlich nur meine Mama, die eigentlich gesagt hat, so, dass sie eigentlich die Spiele und so fand sie überwiegend witzig. Und bei den emotionalen Sachen hat sie, sagt sie ja, natürlich würde sie sich für mich freuen. Aber sie sagt halt auch, dass wir alt genug sind und letztendlich wir beide diejenigen sind, die da einfach gucken müssen, was Sache ist und was nicht. Ne? Die ist jetzt nicht ein Mensch, der sich da jetzt so gezielt einmischt und sagt, ey, so und so musst du das machen. Ja, ich bin mittlerweile mit Robin, denke ich, auch befreundet, so kann man fast schon sagen. Ich mag ihn wirklich sehr gerne. Ansonsten so wirklich, dass ich sagen würde, Kontakt, wenn ich die alle jetzt mal so durchgehe, eigentlich nicht. Ne? Also wirklich Kontakt, dass ich sagen würde, ey, das ist auch ein Typ, so dem kann ich was anfangen, ist nur mal Robin. Das war's. Also ich hatte mit Malisa vorher Kontakt schon, habe ich immer noch, jetzt nicht regelmäßig, aber wir haben halt Kontakt. Mit Jenny habe ich sehr viel Kontakt tatsächlich. Also wir hören uns sehr, sehr oft in letzter Zeit. Ansonsten, ich überlege gerade. Stimmt, mit Jenny auch noch. Stimmt, mit Jenny habe ich auch noch Kontakt. Also wie gesagt, das ist, glaube ich, also Mark Robin mag ich auch zum Beispiel. Man schreibt mit Gustav ab und zu. Also, aber wirklich am meisten, glaube ich, tatsächlich mit Malisa und Jenny von den Mädels jetzt. Also, ja, aber geil. Muss ich tatsächlich sagen, der Song ist gar nicht mal so verkehrt. Für Mallorca, für den Ballermann, muss ich sagen, ist er gar nicht mal so verkehrt. Muss ich dann auch so zugeben, wie es ist, ja. Also ich kann Positives eigentlich nur mitnehmen, dass ich alles versucht habe mit ihm. Ich habe alles gegeben. Ich habe nichts, wo ich sagen kann, war jetzt wieder irgendwie blöd von mir oder sowas. Ich habe, ich persönlich habe mich so gezeigt, wie ich bin. Ich glaube, jeder weiß ja auch, wie ich bin, mit meinen Ecken und Kanten, mit meinen guten und schlechten Eigenschaften. Aber in Bezug auf ihn jetzt gesehen, habe ich mir nichts Schlimmes vorzuwerfen und kann mir ja nichts vorwerfen. Und auf unsere Ehe oder Beziehung habe ich auch meiner Meinung nach mich danach also sehr, sehr angestrengt.
nach dem Format, habe da sehr positiv auch geblickt und deswegen ich persönlich kann nur positiv auf mich denken, so für meine Sachen. Also ich kann in den Spiegel gucken und sagen, ja, Kate, du hast alles so gemacht, wie du halt auch wirklich bist. Also alles in allem war das Format schon eine gute Sache gewesen, weil wir es danach halt auch geschafft haben, wieder normal miteinander zu reden. Gut, jetzt gerade für den Moment ist es sichtlicherweise ja nicht so gut. Schwierig, ja. Es ist ja immer so ein Auf und Ab bei uns und ich denke, ich trage da auch eine ja, große Mitschuld dran, dass das so ist. Ja, schwierig jetzt. Also, wie gesagt, ich bin auch gerade so ein bisschen ja, schon überrumpelt, dass das jetzt gerade so ist, wie es ist. Fällt mir gerade schwer, was dazu zu sagen. Ja, man Ich merkt bin es halt mir auch an. einfach, also ich bin ja nicht hergekommen, um hier ein Bauernschauspiel zu machen. Und wenn du weißt, wie die Situation zwischen uns ist, kannst du ja auch nicht von mir erwarten, dass ich jetzt sitze und dich freudestrahlend anlache nach all dem, was in den letzten Tagen passiert ist. Also das hast du doch jetzt nicht ernsthaft von mir Nein, erwartet. nein, aber ich finde halt, dass das nicht hier hingehört. Das ist alles. Aber ich grinse dich doch jetzt nicht an und sitze hier freudestrahlend, wenn gerade alles scheiße ist zwischen uns. Also ich bin doch kein Das hat doch Schauspieler. nie jemand behauptet. Du hast gerade gesagt, du verstehst es nicht, dass ich hier gerade jetzt so sitze. Du siehst, Nee, das ich ist verstehe nicht, dass du jetzt super über Themen emotional. redest, die nicht hier hingehören. Das ist alles, was ich Was nicht über verstehe. was für Themen habe ich denn geredet? Okay, alles Über welche gut. Themen habe ich jetzt Alles gut, geredet? ist okay. Ist okay, ich möchte nicht darüber Ich habe reden. überhaupt keine Themen geredet. Okay. Ich sag mal so, ich denke, wenn du dich am Ende in den Spielen auch durchsetzt, rein sportlich, dann wäre das ja Quatsch, jetzt zu sagen, dass sie es nicht verdient haben. Also wenn du dich sportlich durchsetzt, dann denke ich, hat man am Ende des Tages dann auch verdient, ja. Bei mir ist es einfach so, mir war das am Ende egal, irgendwie wer von den drei gewinnt. Natürlich habe ich es denen irgendwie auch nicht so gegönnt, einfach aber auch, also nicht gegönnt den Sieg, sondern ich hätte eher den anderen dann eher den Sieg gegönnt, weil ich die beiden einfach persönlich für mich einfach nicht mochte. Deswegen hätte ich eher gesagt, dann lieber einer von den anderen. Aber dass sie es jetzt geworden sind, ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh nein, sondern ich sage ja, okay, wenn sie halt so gut waren in den Spielen, dann sollen sie halt auch gewinnen. Ja. Also im Endeffekt ist es mir egal, weil ich habe mit diesen Menschen ja nichts zu tun. Und dann soll einfach derjenige am Ende gewinnen. Wir waren eh nicht mehr dabei, wir hätten es eh nicht werden können. Und von daher, ja, wäre es mir dann auch egal, wer es am Ende geworden ist, ne?